ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss das bloß? Und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Ich möchte lieber surfen gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist. Oh, Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Bei der Notenverteilung zum Schuljahresende bekam Vanessa von Lachmann eins auf den Deckel. Vanessa war stinksauer. Wie vier? Vier auf dem Zeugnis? Das versaut mir mein Zweierschnitt. Als Vanessa mitbekam, dass Lachmann Stress mit Ina hatte, kam ihr eine fiese Idee. Und wieder ein Tromper weniger. Geschieht ihm recht, dem tollen Herrn Lachmann. Unter dem Vorwand, Nina einen Streich spielen zu wollen, brachte sie den ahnungslosen Alex dazu, ihr bei ihrem finsteren Plan zu helfen. Und versucht die Kamera so anzubringen, dass man möglichst viel sieht. Keine Sorge. Als Anton, Billy und Verena in der Eisdiele die Hochzeitszeitung für Wölfchen und Geilwitz vorbereiteten, wurden sie unbemerkt bestohlen. Wo ist denn die Kamera hin? Die war doch gerade eben noch hier. Billy, Anton und Verena ertappten die beiden unbekannten Kinder bei einem weiteren Diebstahl. Sie schnappten das Mädchen. Die Kleine erzählte ihnen eine haarsträubende Geschichte. Du und dein Bruder Nikola, ihr seid also aus Rumänien. Und dieser Arthur zwingt euch, hier in Häuser einzubrechen und zu klauen? Leute, die erzählt uns hier doch eh nur Märchen. Jetzt lass uns eigentlich die Polizei rufen. Bitte nicht, mein Bruder braucht mich. Wenn dieser Arthur so gefährlich ist, wieso gehst du nicht zur Polizei? Die schicken uns wieder nach Rumänien. Aber unsere Eltern haben gesagt, wir dürfen nicht mehr nach Hause. Wir müssen auf Arthur hören. Wie bitte? Darf ich mal? Wir müssen euch unbedingt helfen. Ja, was hast du denn vor? Keine Ahnung. Aber sie müssen erstmal von diesem Typen weg. Alina, mal angenommen, wir lassen dich jetzt gehen. Ihr wollt sie laufen lassen? Oh, Billy, du hast doch selbst gehört, was dieser Arthur mit denen macht. Ist nicht euer Ernst, oder? Sie hat ein Zimmer beklaut. Die Kamera haben wir ja wieder. Also wir treffen uns dann morgen um 2 vom Haus. Und dann sehen wir weiter. Hier meine Nummer. Für alle Fälle. Ich glaube, ich spinne, ey. Danke. Ich sag euch gleich, die sehen wir nie wieder. Oh, Vanessa. Denn so lange? Hast du dir echt noch was für die Rede einfallen lassen? Was für eine Rede? Na, wir üben jetzt mit Herrn Dr. Stolberg und Herrn Lachmann die Rede für die Hochzeit ein. Das interessiert mich nicht. Kommst du? Gleich. Hi, Ina. Hallo. Hey, ich muss mit dir reden. Nicht jetzt. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich weiß, dass das nicht einfach für dich ist. Aber ich kann an meinen Gefühlen immer nichts ändern. Akzeptier das bitte. Hör mir doch wenigstens mal zu. Damit du mir wieder ein schlechtes Gewissen machen kannst? Das hilft keinem von uns. Es ist, wie es ist. Jetzt lass mich bitte los, Marc. Das wird heute nicht Ihr Tag, Herr Lachmann. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Seiten. Herein. Morgen zusammen. Na, willst du dich auch mal blicken? Oder müssen wir die Hochzeitszeitung jetzt alleine fertig machen? Ja, Entschuldigung. Ich war noch im Internet. Hab recherchiert. Stichwort Klaukinder. Klaukinder, genau. Den ihr zur Flucht verholfen habt. Mann, Billy. Jetzt hör doch mal auf damit. Die meisten von denen sind echt mies dran. Und? Was hast du rausgefunden? Na, manche von denen sind ehemalige Straßenkinder. Andere wurden von ihren Eltern verkauft oder vermietet, weil die selber arm sind. Von den eigenen Eltern verkauft? Außerdem werden die unter Druck gesetzt, eingeschüchtert, geschlagen. Willst du genauer wissen, was die mit denen anstellen? Schon kapiert. Aber ich glaube nicht, dass Alina zurückkommt. Ich schon. Na okay, dann kannst du ihren Rucksack nehmen. Schläft sie nämlich nicht besonders gut mit einem Haufen Diebesgut unterm Bett. Hier. Von Lasses Sohn. Nett von eurer neuen Freundin, oder?
Die haben ja ganz schön fette Beute gemacht. Wenn du glaubst, dass Alina uns bloß eine Geschichte erzählt hat. Bloß damit wir sie freilassen. Hier. Vielleicht habt ihr ja recht. Morgen, Herr Kollege. Einen wunderschönen Morgen. Guten Morgen. Also ich verstehe wirklich nicht, was du gegen diese wunderschöne Tapete hast. Ich habe ja gar nichts gegen diese wunderschöne Tapete. Ich möchte sie nur nicht in unserem Schlafzimmer haben. Einen Tag vor ihrer Vermählung, da werden sie sich doch nicht noch streiten. Und ob wir das werden, darauf bestehe ich, ne? Ja, selbstverständlich. Sie werden es nicht glauben. Ich will mal eben nur kurz in den Computer und wen treffe ich da? Guten Morgen erstmal. Kai. Und jetzt raten Sie mal, was der sich für Informationen aus dem Internet herunterlädt. Hier. Anleitungen zum Raketenbau. Raketen. Und das nach dem Vorfall mit Chu Yongman. Mhm. Aber warum sollte Kai denn eine Rakete bauen wollen? Ja, was weiß ich. Angeblich als Überraschung für unser Brautpaar hier. Soll ich vielleicht mal mit dem Jungen reden? Immerhin wollte er uns ja eine Freude machen. Nicht nötig. Ich habe ihm bereits bis auf weiteres Internetverbot erteilt und ihm auch noch andere Konsequenzen angedroht. So, jetzt muss ich. Der Richter wartet nicht. Herr Berger, ja. Könnte es sein, dass Sie wegen Ihrer Scheidung heute ein klein wenig gereizt und nervös sind? Ach, nein, ich werde heute das Sorgerecht für meine Tochter bekommen. Das wird ein Festtag für mich. Achso, Herr Dr. Wolfert, Sie haben an meine Vertretung für die zweite und dritte Stunde gedacht? Ja, selbstverständlich. Marianne, Frau Gallwitz wird Ihre Achte übernehmen. Sehr schön. Achso, Frau Gallwitz, ich möchte Sie bitten, auch so kurz vor den Ferien keine Unterrichtszeit sinnlos zu verschwenden. Im Physikbuch, Seite 211, bitte. Ah ja, Sir. So, jetzt aber auf, die Pflicht ruft. Die Ringe. Dario, Marek! Aufstehen, los! Tempo! Horan, du auch! Zimmer Eilung! So, alle mal zuhören. Alina hat gestern die Beute eines ganzen Tages verloren. Dafür werdet ihr euch heute alle doppelt anstrengen, kapiert? Ist das auch bei dir angekommen? Ja, du, guck. Ich hab dir gestern schon gesagt, ich find's verdammt komisch, dass du den Rucksack zurücklassen musstest. Aber die Jacke deines Bruders hast du wieder mitgenommen. Ich warne dich. Leg mich noch einmal rein. Und du bist dran. Nur freue ich mich mit deinem Bruder vor. Ja, sorg dafür, dass er sich auch nicht die Zähne putzt, bevor es losgeht. Dario, komm mitkommen. Auftrag. Ja, auch Buran, Mann. Wir rauen ab. Bald. Da bist du ja endlich. Alex, nicht jetzt. Doch jetzt. Ich will endlich wissen, wann ich meine Geräte wiederbekomme. Hast du dir auch schon was ausgedacht für die Rede? Nee, ich finde heiraten sowieso voll altmodisch. Also, wann? Dauert nicht mehr lange. Ja, was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass Nina gerade ihre Joggingrunde macht. Ja, und? Naja, danach geht sie duschen, dann geht sie auf ihr Zimmer und dann cremt sie sich ein. Na, was macht ihr noch hier draußen? Herr Dr. Stabeck, mir geht's nicht gut. Kann ich noch mal kurz auf die Toilette? Ja, natürlich. Ab in die Klasse, Alex. Was mag denn mit Vanessa sein? Ich glaube, sie ist unzufrieden mit ihrem Zeugnis. Ja, ja, die Zensuren. Des einen Freud, des anderen Leid. Alle Jahre wieder. Berger hat so eine Vollmeise. Ich meine, er wirft mir vor, heute würde ich Raketen bauen und morgen vielleicht Bomben. Ja, irgendwie kann ich ihn ja schon verstehen. Was kann ich denn dafür, dass du ihn damals beinahe weggesprengt hast? Das ist nicht witzig, Kai. Denkst du, ich finde es witzig, dass er mir Internetverbot gegeben hat? Das ist voll die Zensur. Du hättest es eh nicht geschafft, Raketen zu bauen. Allein schon wegen der Materialien. Hätte ich wohl. Hier. Das sind Kanonenschläge. Angefüllt mit dem besten Schwarzpulver. Habe ich von Ronny abgekauft. Oh, jetzt knallt's. Schön.
Schönen guten Morgen. Na, sind alle da? Conny hat ihr Zeugnis gestern schon bekommen, wegen dem Filmdreh. Ja, ich weiß. So, Leute, wie ihr wisst, vertrete ich heute Herrn Berger. Und er hat die Seite 211 im Physikbuch vorgeschlagen. Oh, nee. Oh, sehr verhaltene Begeisterung. Und was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Vormittag? Kai, du wolltest also selber ein Feuerwerk machen? Naja, das war als Überraschung für ihre Hochzeit geplant. Oh, das ist grundsätzlich eine sehr hübsche Idee, nur leider nicht ganz ungefährlich. Andererseits halte ich auch nichts davon, euch den Umgang mit gefährlichen Dingen einfach nur zu verbieten. Nach dem Motto, und was verboten ist, macht uns erst richtig scharf. Dann ist es doch besser, man lernt, mit den Risiken richtig umzugehen. Findet ihr nicht auch? Na klar. Ja, na klar. Gut, dann heißt unser Thema heute Feuerwerk. Kleine Schwesterlein und dann nichts wie ab nach Wannsee. Da, 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 da. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Drum wünsche ich mir ein glückliches Leben mit Eigenheim und Kindersegen. Schön, Lilly. Obgleich, also, das mit dem Kindersegen, also, ich weiß nicht. Was brauchen die Kinder? Die haben doch uns. Konzentration, bitte. Wir wollen doch vorankommen. Ist alles in Ordnung, Vanessa? Könnte ich Sie bitte mal kurz sprechen? Ja, ja, gehen Sie ruhig. Das ist wegen deiner 4 in Deutsch, habe ich recht? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Wie wär's damit? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht noch eine bessere findet. Also bitte jetzt. Das ist eine Hochzeit, das ist eine ernste Angelegenheit. Vanessa, ich hab dir doch schon erklärt, warum ich dir keine 3 geben kann. Wenn man einmal Ja gesagt hat, ist Schluss mit lustig. Kommt aus der Nachbarns Tasche. Er hat sein Handy angelassen. Oh, jetzt muss er aber einen ausgeben. Oh, das ist doch kein Handy. Das Klingeln hört sich an wie einer unserer Haushandschlüssel. Na Gott, Lob, es ist jetzt zu Ende. Wir machen weiter. Vorschläge? Ja. Also, mein Onkel Michi sagt immer, wer heiratet, ist einfach zu faul, um weiterzusuchen. Also, das ist doch jetzt... Naja, dann schalten Sie es doch jetzt einfach mal aus, oder? Was ist das denn? Das ist doch Minas Zimmer. Schiff Einstein, hier der Waldgruber. Hallo? Ist da wer? Marc, das ist jetzt echt lächerlich. Mensch. Wow, scharfes Programm. So, Leute, passt auf. Zur Sicherheit setzen Sie jetzt bitte alle Ihre Brillen auf. Und wer empfindliche Ohren hat, benutzt auch den Gehörschutz. Shui und Kai, ihr legt bitte die Platte mit dem Spezialglas auf die Wanne, sobald die Lunte brennt. Alles klar. Sind alle wach geworden? Gut. Jetzt ist sie nur noch Brei. Kai, gib mir mal deine Hand. Was glaubst du, was passiert, wenn der in deiner Hand explodiert? Boom! Ihr habt jetzt gesehen, welche enorme Zerstörungskraft diese Dinger haben. Deshalb solltet ihr auch nie versuchen, sowas zu öffnen. Dabei könnte es explodieren. Kai. Ich hab's verstanden. Gut.
Dann wenden wir uns doch jetzt mal den schönen Dingen eines Feuerwerks zu und schauen uns an, wie man Raketen baut. Wie jetzt bauen? So ein Hochzeitsfeuerwerk für Herrn Dr. Wolfert und für mich ist doch prinzipiell eine hübsche Idee. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Halten Sie mal. Ja, was gucken Sie mich so an? Ich habe damit nichts zu tun. Der Fakt ist jedenfalls, dass dieser Monitor in Ihrer Tasche war. Und? Den hat mir jemand untergeschoben. Ja, mag sein, aber wer um alles in der Welt sollte Ihrer Meinung nach so etwas tun? Was weiß ich, wahrscheinlich derjenige, der auch die Kamera hier versteckt hat. Lina, Sie sagten, dass Sie das Zimmer nicht immer abschließen. Das kommt schon mal vor. Haben Sie einen Verdacht, wer das getan haben könnte? Das ist doch nicht dein Ernst. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich... Nur weil du nichts mit mir zu tun haben willst, würde ich doch nicht sowas Krankes hier starten. Das musst du mir glauben. Mal vorausgesetzt, Sie haben diese Kamera nicht installiert. Wer immer es getan hat, wusste genau, dass er Sie damit in große Schwierigkeiten bringt. In sehr große Schwierigkeiten. In dieser Kammer, ummantelt mit einer dicken Kartonschicht, befindet sich die Treibladung. Entzündet wird es üblicherweise mit einer Zündschnur. Wenn man die Rakete jetzt entzündet, verbrennt die Treibladung explosionsartig und setzt dabei viel Gas frei. Ist das nicht dieser zischende Strahl, der unten rauskommt? Ja. Durch eine Öffnung entweicht das Gas und treibt die Rakete an. In dieser zweiten Kammer befindet sich die Sprengladung. Sie besteht aus Schwarzpulver und bringt die Rakete zur Explosion. Warum ist das so? Weil in der Kammer keine Öffnung für das Gas ist. Ja, Kai, ich sehe, deine Recherche hat dir was gebracht. Und was sorgt schließlich für die schönen Farben? Das, was in der dritten Kammer drin ist? Jawohl, die sogenannte Effektladung. Sie besteht aus einer Pulvermischung und anderen Chemikalien. Je nachdem, welchen Farbeffekt man erzielen möchte. Und sowas stellen wir jetzt her? Nee, Kai, das ist uns leider verboten. Feuerwerkskörper dürfen ausschließlich von Pyrotechnikern und nur unter strengsten Sicherheitsauflagen hergestellt werden. Schade eigentlich. Tja, aber ich mache euch ein anderes Angebot. Ihr stellt jetzt Effektladungen her und ich sorge dafür, dass sie von einem Profi weiterverarbeitet werden. Wie jetzt? Tja, wie das Leben so spielt, ein guter Freund von mir ist Pyrotechniker. Heißt das, es gibt doch noch ein Hochzeitsfeuerwerk? Na, was denkt ihr denn? Ich heirate ja schließlich nur einmal. Und dann möchte ich es mit euch zusammen mal so richtig krachen lassen. Hallo Eugen. Hi. Guck mal, was ich habe. Wir hatten eine Freistunde. Da habe ich die Frosch gepflückt. Ja, cool. Eugen, kommst du mit in die Mensa? Ja, gleich. Was mit heute Nachmittag? Geht okay? Ja, du, ich muss jetzt auch mal. Tschüss. Eugen, die steht auf dich. Ach, Quatsch. 100 pro. Hey, weckt da bloß keine falschen Hoffnungen. Wieso denn Hoffnungen? Na, nicht, dass Rosi denkt, du willst was von ihr, oder? Willst du? Nee, bestimmt nicht. Naja, so verzweifelt kann man ja auch gar nicht sein. Wieso verzweifelt? Das habt ihr sehr gut gemacht. Schaut bitte noch mal kurz her. Profi-Feuerwerker benutzen rotierende Trommeln, sogenannte Zentrifugen, um die Kügelchen herzustellen. Bei Großfeuerwerken werden übrigens nicht nur Raketen verschossen, sondern auch Kugelbomben. Eine der größten je gebauten wog 800 Kilo, war etwa so groß wie eine Waschmaschine und wurde einen halben Kilometer hoch in den Nachthimmel geschossen. Und warum bauen wir nicht mal sowas? Wir schauen uns jetzt erstmal ganz bescheiden an, ob eure Kügelchen funktionieren. Schutzbrillen auf.
So. Das ist ein Moment, oder? Geht ganz schön. Was veranstalten Sie denn hier? Wir haben gelernt, wie man Feuerwerkskörper baut. Hat echt Spaß gemacht. Fast wie bei der Sendung mit der Maus. Frau Galwitz, ich dachte, ich hätte heute Morgen unmissverständlich klargemacht, was ich von Experimenten mit Raketen halte. Das haben Sie, Herr Berger. Aber wie so oft sind wir eben unterschiedlicher Meinung. Unser Feuerwerk wird großartig. Was für ein Feuerwerk? Keine Sorge, das hier wird von einem Profi weiterverarbeitet. Und dann lassen wir es auf der Hochzeit so richtig krachen. Es wird krachen, Frau Galwitz. Das wird es. Verlassen Sie sich drauf. Jetzt kriegen Sie bestimmt auch Internetverbot. Hier steht, dass in den letzten 2 Tagen insgesamt 8-mal in Häuser und Wohnungen in Seelitz und Umgebung eingebrochen wurde. Immer tagsüber. Immer genau dann, wenn die Leute arbeiten waren. Das ist doch eine Schweinerei. Dass Leute Kinder zu sowas zwingen. Ich hoffe, die beiden schaffen das abzuhauen. Ach was, reine Zeitverschwendung hier. Die kommen schon. Und was ist, wenn nicht? Haben wir irgendeinen Plan B? Dachte ich's mir doch. Oh nein, nein. Psst, leise, Nikolai. Komm schnell. Wo wollt ihr hin, ha? Spazieren. Denk mich daran abzuhauen. Hallo, Arthur. Ja, Sie wollten weglaufen, ja. Hinterhaus, ja. Okay. Okay, bis gleich. Arthur wird dich fertig machen. Alle beide. In einem dieser Internetartikel stand, dass die meisten von denen sich gar nicht helfen lassen wollen. Die schon gar nicht mehr zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können. Seht mal da hinten. War das nicht Alina da? Ich hab's euch doch gleich gesagt. Wir hätten dieser Alina niemals trauen dürfen. Auch vor mir wegzulaufen. Schrei hier nicht so rum. Hast du mir Lachmann abgezogen? Das war eine Riesensauerei. Mir kommen gleich die Tränen. Er hätte mir einfach keine 4 geben dürfen. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Schrei mich nicht an. Oder willst du, dass irgendwer was mitkriegt? Von wegen lustiger Streich. Ich fand's sehr lustig. Mir reicht's. Ich geh zu Stolperbe und erzähl ihm alles. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Ich meine, es ist deine Kamera. Es ist dein Monitor. Und jeder auf Schloss Einstein weiß, dass du mal auf Nina gestanden hast. Tja, vielleicht warst du einfach eifersüchtig auf Lachmann? Im Zweifelsfall steht dein Wort gegen meins. Und was glaubst du wohl, wie man unter diesen Umständen eher glauben würde? Das wagst du nicht. Du kannst es ja drauf ankommen lassen. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Alina hat gerade ein SMS geschrieben. Hilfe kommt zum Teufelssee. Dafür werdet ihr mir büßen. Dario! Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.